Boah. Nein, nein. Wave Beam. Eigentlich könnte man ja auch mal Plasma Beam rausholen. Ja, verrecke. Jo. Und weg. So, hier war das Schiff, genau. Können wir eigentlich mittlerweile hier hoch wieder zurück? Ich bezweifle es ja. Ist echt nur zum Rückweg gedacht. Miese, miese. Obwohl ich von sowas von Metroid eigentlich selten kenne, aber an manchen Stellen können sie doch relativ asozial sein. So, hier rüber. Wieso ist alles so neblig und dunkel? Oder kommt mir das echt nur so vor? Naja. Ist auch egal. Vielleicht ist aber echt so. Vielleicht ist das so ein Effekt, den sie eingebaut haben, die Entwickler. Das wäre cool, ja, aber ich bezweifle es irgendwie. Ich glaube einfach, dass mein Fernseher zu dunkel eingestellt ist, aber eigentlich habe ich seit dem letzten Mal nichts verändert. Und der Regen ist schon dicker geworden, kann das sein? Also meiner Meinung nach ist es hier deutlich dunkler geworden. Liege ich damit richtig? Wenn sich irgendjemand mit diesem Spiel auskennt, dann kann er das ja auch mal gerade zu erkennen geben. Irgendwo war doch... Nee, da wollen wir erst recht nicht mehr hin. Hier hinten, damit habe ich jetzt auf ewig abgeschlossen. Wir wollen eigentlich hier hin. Genau. Und zwar müssen wir dafür... Ja, hier unten lang. Und dann mal gucken. Dann glaube ich wieder durch diese komische... Ja, durchs... Mit dem Boostball wieder durch das eine... Bei der Rampe wieder nach oben. Es kommt mir echt deutlich dunkler vor als beim letzten Mal. Oder wirklich durchs ganze Spiel hindurch. Und dass mir es eben... Okay. Erst jetzt aufgefallen ist. Ganz seltsam. Egal. Nein. Ja, da sieht man schon, wie man sich verlaufen kann, wenn man null Ahnung hat, wo man hin will. Und auch alles zu dunkel ist. Ich weiß, ich hänge mich daran jetzt auf, aber es scheint wirklich dunkler als sonst zu sein. Oder ich habe Halluzinationen, aber ganz komisch. Naja. Wird schon seine Richtigkeit haben. Ah ja, hier hinten müssen wir eigentlich nur lang. Ja, hier hoch. Ja, wunderbar. Gut. Hier gab es nämlich auch noch ein Item, was mir gesagt wurde. Ich habe mir den Namen natürlich nicht gemerkt von dem User, der es mir geschrieben hat. Er hat mir gleich zwei Tipps gegeben, wo ich Missile-Container vergessen habe. Oder eventuell finden könnte. Beide waren relativ einleuchtend, eindeutig. Joa. Da war ich eher gesagt mal blind. Aber okay. Ja, hier unten soll man in den Nebel sich fallen lassen. Und hier soll es, naja, einen Missile-Container geben. Ich habe mir damals nämlich immer gedacht, ja, Nebel heißt böse, heißt, du hältst dich mal lieber davon fern. Schwachsinnig wie sonst was, denn, ja, dadurch haben wir einen schönen Missile-Container einfach mal links liegen lassen. Aber es kommt mir wirklich dunkler vor. Also jetzt ohne Flachs. Ganz ehrlich. Oder es liegt daran, dass die Wassertexturen einfach hängen geblieben sind. Das könnte auch sein, aber... Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da hoch, genau. Also erstmal den Stachelschaler killen. Sonst haut er uns runter. So, und hier oben müssen wir bei der Plasma-Beam-Tür eigentlich locker weiterkommen. Aber die andere Stelle, die mir geschrieben wurde, war in den Ruinen der Shoso. Eingehende Scan-Daten. Starke Phasonmessungen analysiert, Phasonstrahlung von mobilem Objekt ausgehend. Was? Ja. Das ist super. Das ist so im unteren Bereich. Hier kamen wir doch gar nicht weiter, oder? Na doch, wir können hier durch den roten Teil gehen. Genau, da würden wir hier rauskommen, müssten den ganzen Weg hier latschen und dann hier hinten irgendwie und dann würden wir hier landen und dann könnten wir hier über den Rückweg wieder hier hingehen. Beziehungsweise wir könnten hier auch einfach durchrushen. Das ginge wahrscheinlich auch, aber naja. Das haben wir jetzt einfach mal liegen lassen. Ist okay. Ja gut, die Pflanze. Hä? Nein! Was war das? Wieso war da eine Lücke? Im Geäst haben sie einfach mal eine Lücke hingebaut. Das ist natürlich auch toll. Ah ja.
Es ist wieder wahnsinnig spannend, ich weiß. Irgendwie, wenn es beim Match halt aufs Ende zugeht, dann ist es so viel Latscherei immer. Moment. Nee. Ich dachte, man könnte mit dem Plasma-Beam dieses Geäst hier kaputt machen. Dann würde das auch erklären, wie man zu dieser einen wie man zu dieser einen Wavebeam-Tür kommen soll, die beim, ja, da wo wir ins Schiff reingegangen sind, da gab es ja den Baum, der irgendeine Tür verschlossen hat, aber hier geht es anscheinend. Oder hier war tatsächlich ein Loch vorher. Oder die Pflanze hat es ausgelöst. Kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. So. Wie ging es jetzt? Ah ja, hier ging es, genau, hier war das hier. Ja. Ich erinnere mich, ganz dunkel. Das hier sieht schon nach extremem Secret aus, also... Ich könnte mir vorstellen, dass es hier oben vielleicht einen Schlüssel gibt auch. Würde sich ja irgendwie anbieten. Hä? Wo war jetzt die Tür? Ah ja, da oben. Okay. Ah ja, genau. Einfach hier lang. Hier könnte man auch nochmal... Nee, das sieht das nur so aus. Nee, kann man auch lang. Okay. Secret Passage? Fragezeichen? Oder einfach nur wieder dunkle Passage? Ach du Scheiße, ist das dunkel. Ja, okay. So wird's ein bisschen heller. Haben wir hier irgendwas? Komisch. Das sieht... Also das hier ist mal ein Versteck. Aber hier... Dass hier nichts gibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Moment. Nein. Hä? Nein. Nee. Nee? Bitte was? Okay, das verwirrt mich jetzt extremst. Auch nichts zum Scannen? Es ist einfach nur dunkel wie Scheiße. Also mal wieder... Aufruf an euch, wenn es hier irgendwas gibt, sagt es mir. Keine Ahnung. Also das ist sehr seltsam. Da muss es eigentlich was geben, aber okay. Was haben wir hier? Ein Missile-Container. Wahnsinn, super. Hey, das freut das Herz. Und mehr nicht. Das kann doch nicht sein. Hier irgendwo gibt es doch sicherlich wieder einen Schlüssel. Echo-Visor, X-Ray-Visor, nicht Echo-Visor, hilft nicht so wirklich weiter. Aber immerhin macht er das Gebiet heller. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Hier irgendwas? Nö. Aber irgendwie, ich weiß nicht, eigentlich müsste man ja auch wieder was scannen können, wenn es hier irgendwas gäbe. Ganz seltsam mal wieder. Wollen wir vielleicht noch einfach mal, noch einmal, ein letztes Mal hier reingucken. Gucken, ob es hier noch irgendwas Schönes gibt. Wie zum Beispiel hier irgendwie. Was auch immer das sein mag. Ja. Also ich werde auch sowas hier nicht schlau. Wie gesagt, wenn es was gibt, sagt Bescheid. Lande ich auf der Plattform? Nee. Schade. Aber ich lande immerhin hier. So. So, hier könnten wir zu den Höhlen von Magmur. Will ich das überhaupt? Ich glaube, das will ich sogar, oder? Ach, ich weiß es doch nicht. Ich bin gerade selber ein wenig verwirrt. Ja, wir gehen einfach mal rein. Hauptsache raus aus dieser dunklen, beschissenen Welt. Sorry, aber es ist gerade extrem dunkel. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ob die Entwickler das absichtlich eingebaut haben. Oder ob mein Fernsehen, mein... Ja, oder mein Aufnahmevermögen einfach komisch ist gerade. Aber ihr könnt es mir ja dann auch entweder bestätigen oder sagen, das war größte Grütze, was du hier erzählt hast. Naja. Wie ihr wollt... Wir gehen jedenfalls jetzt erstmal zu den Höhlen von Magmur. Warum? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich wollte ich nach Fendrana.
Aber wie man von der Talon-Oberwelt am schnellsten nach Fendrana kommt, keine Ahnung. Müsste man irgendwie rausfinden. So, jetzt haben wir immerhin einen Missile-Container dazu bekommen. Wahnsinn. Super. So muss das laufen. Und mehr auch nicht. Achso, wir sind hier direkt. Ja, stimmt, das andere war ja... Ah, das ist ja gar nicht schlecht. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel nach Fendrana gehen. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Fendrana möchte ich noch kurz besuchen. Wie gesagt, in Ruinen der Shoso soll es eigentlich noch irgendwas geben. Wo das aber ist, kann ich nicht sagen. Was? In Ruinen der Shoso? Moment, in der Ruinen der Shoso. Natürlich weiß ich, wo es noch was gibt. Noch einen Missile-Container. Quatsch. Ich meinte jetzt, das bezogen auf, wo ich nicht weiß, das sind die Schlüssel. Gibt es noch Schlüssel in Ruinen der Shoso? Wahrscheinlich schon. Also ein Mini. So, Feuer mit Feuer bekämpfen. Es klappt, ist klar. Verarschen. Aber okay. Wenn ihr das so sagt, ich glaube euch ja alles. Überwachungsstation, bin ich jetzt in Richtung... Ne, ich bin nicht in die falsche Richtung gelaufen. Gut, 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 gut. Und hier ist auch wieder heller. Ganz komisch. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Seltsam, seltsam, seltsam. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich weiß, also ich bin verblüfft davon. Aber ich könnte echt schwören, es wäre mal heller gewesen. Weil hier, das ist jetzt wieder... Das fühlt sich normal an. Diese Helligkeit hier. Na gut, wir haben Lava überall. Heißt ja nicht unbedingt, dass es dann automatisch... hier auf dem Fernseher heller aussieht. Aber es kann sein, dass die Atmosphäre, dass sie es wirklich versucht haben darzustellen, dass die Atmosphäre eben düsterer wird, der Kern langsam, ja, die Seuche sich noch mehr verbreitet. Das wäre schon ein cooles Feature, auch wenn ich sagen muss, dass ich es hasse, wenn ich nicht sehe beim Spielen. Aber das ist eine andere Sache. Also das Feature an sich genial. Muss man, oder kann man mal so sagen. Zugeben. Gibt es hier auch wieder irgendwas Unsichtbares? Ich weiß nicht, man muss ja überall mal geguckt haben. Im ersten Teil gab es das übrigens auch. Ach, im ersten Teil. Im zweiten Teil hat man jegliche Schlüssel, die man für die Bewältigung des letzten Tempels gefunden hatte, musste man alle per Dark Visor, also auch ein Visor, wo man verborgene Sachen ans Licht bringen kann, musste man so finden. Sind wir hier richtig? Ja, sieht gut aus. Und ja, das war auch ein bisschen nervig. Und wenn man es nicht gewusst hat, wo die Sachen sind, natürlich noch deutlich mehr nervig. Ich weiß, wir spielen jetzt schon wieder Ewigkeiten und wir haben so gut wie nichts erreicht, aber... Oh mein Gott, schon fast eine Stunde. Es tut mir leid, ich kann nur sagen, das ist halt meine Spielweise. Wenn sie euch nicht gefällt... Habt ihr schon seit Jahren abgeschaltet. Ich habe das auch schon mal gesagt, da haben spätestens die Leute dann abgeschaltet. Aber okay, westliche... Gibt's hier noch irgendwas? Das sieht doch schon wieder so verdächtig aus. Ein Transporterraum... mit nichts dahinter. Super. Ne, Moment, mit... dem... Terminalvisor... Nö. Okay, wir können hier drüber springen. Beinahe auch wieder zurückfahren. Das wäre jetzt nicht so positiv gewesen, aber okay. Aber ich muss sagen, das Spiel ist schon... Ich habe gedacht, das erste Spiel ist... Das erste Metroid Prime haben sie deutlich weniger umfangreich gemacht als die Folgeteile. Aber ich muss sagen, da habe ich den Entwicklern in jedem Falle Unrecht getan. Okay, das hat mal weggefetzt. Also das war ein harter Schlag. Wir können hier oben nochmal gucken. Auch wenn ich ein wenig bezweifle, dass wir da irgendwas finden werden. Aber hey, das kann auch wieder nicht nur für den Wavebeam gewesen sein, oder? Und was mich am meisten stutzig macht, ist, dass wir das Upgrade für den Icebeam einfach nirgends gefunden haben. Oder haben wir das schon? Ne, das haben wir noch nicht. Nö. Ganz seltsam. Aber was will man machen? Dankeschön. So. Nee. Du machst mal vom Acker, danke. Ah ja, das ist super. Mal wieder die ganzen Drohnen hier, die man nur mit Wavebeam vernichten kann. Was soll's. So.
Also hier waren wir jetzt schon wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist echt schon 40, 50 Videos her, seit ich das letzte Mal... Nein, nicht 40, 50. Oder? Na gut, doch könnte sogar sein. Also hier waren wir relativ zeitnah am Anfang des Spiels. Können wir hier das Eis zum Schmelzen bringen? Nee, können wir nicht. Ah, da, ganz ruhig. Aber... Also da gibt es auf jeden Fall wieder was zum Scannen. Okay, das waren eigentlich die Symbole, die wir schon gescannt hatten. Da hinten den... Wollen wir mal ganz gekonnt von hier ausschalten. Weil natürlich auch nichts merkt, von dem, dass wir da sind. Wir sind total leise. In unserem 300 Tonnen schweren Anzug. Der auch keine Geräusche macht beim Laufen. Extra Tarnanzug. Für Somnus Aran. Waren Krieger. Ja, hier irgendwo haben wir was kaputt gemacht. Das weiß ich noch. Philosophen. Gab's hier was? Scheinen an dieser Stelle eingefroren zu sein. Aha. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwas gab. Zwar ganz, ganz dunkel in Erinnerung, aber... Noch in Erinnerung. Immerhin. Ja. Okay. Hier könnte es ein Schlüssel... Hier gibt es einen Schlüssel. Dankeschön. Schoso-Artefakt. Also, was heißt Schlüssel? Ein Artefakt, natürlich. Aber im Endeffekt sind es Schlüssel, weil wir werden irgendwas mehr damit öffnen. Dies ist das Artefakt der Sonne, das 9. von insgesamt 12. Gut. Alles klar. Wie viel fehlen uns eigentlich noch? Nee, nicht Piraten. Artefakte. Wahrheit, Stärke. Also die ersten haben wir alle? Nee, Quatsch. Die haben wir alle nur gescannt, oder? Nee, das hier haben wir noch nicht gescannt. Hä? Wir haben eins noch nicht gescannt? Das müssen wir dann wohl erst finden oder so. Na, auf jeden Fall fehlen uns hier angezeigt noch... 5 Stück? Nee, wir haben 5. Oder? Nee, das eine ist, glaube ich, schon eingesetzt oder so. Ach, egal. Mussten wir? Nee, wir müssten 12 suchen. Ach, ganz komisch. Egal. Ich habe jetzt vielleicht auch mich verzählt. Ich weiß es nicht. Ihr könnt das sicherlich besser beurteilen. Aber das ist ja auch schon wieder so ein Ort, der nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Ich meine, guckt euch an, wo wir sind. Wir sind out of map. Aber richtig out of map. Wallhacker! Oh mein Gott. Er cheatet sich durch die Gegend. So, gab es hier noch irgendwas? Aber es hat sich gelohnt, hier hinzugehen. Also ihr merkt, auch wenn manchmal Sachen derb langweilig erscheinen, da konnte man noch durch. Ja, klar. Nochmal? Danke. Auch wenn Sachen manchmal derb langweilig erscheinen, muss man darüber hinwegsehen ab und zu und dann kommt man auch dahin, wo man will. Gab es hier noch was? Nö. Benzedium, Benditium. Wieso habe ich... Genau, Benzedium. Wo habe ich diesen Kack eigentlich aufgeschnappt? Ich meine, Benzedium stand nirgendwo und ich habe das irgendwann mal vermeintlich gelesen und dann seitdem ist der Name bei mir so geblieben. Also verwundert euch nicht, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, ich weiß nicht. Ich meine, im ersten Teil hieß es... Ne, im zweiten Teil. Ich verwechsel es schon wieder. Im zweiten Teil hieß es Benzium. Und wenn man von Benzium dann auf Benzedium, Bendezium, das ist eigentlich alles dasselbe, also. So viel Unterschied gibt's da nicht. Hier haben wir es jedenfalls schon mal gefunden, was wir wollten. Mhm. Gab's hier echt nichts mehr? Das wäre schon... schade. Aber so ein schönes Item, komm, so ein schönes Item gibt ihr mir doch noch, oder? Nur eines, bitte. Komm. Ne? Also offensichtlich kann man hier oben jetzt nicht hin. Zumindest wüsste ich nicht, wie. Scannen können wir nichts. Vielleicht wieder irgendwo ein Morphball-Loch, was ich nicht sehe oder so. Das gibt es, glaube ich, deutlich häufiger als alles andere. Also wenn es irgendwo was zum Scannen gibt, da bin ich immer dabei. Aber so Morphball-Löcher, die irgendwo mal in der Gegend rumgammeln, da braucht ihr mich gar nicht erst zu fragen. Und hier hinten war, ja, eigentlich nur diese große Vieh rausgekommen, dieser
ausgewachsener Eisgigant oder erwachsener Eisgigant, wie auch immer. Ja gut, hier sind wir dann auch fertig. Alles für den Schlüssel, aber ist okay. Aber wir gucken uns gleich nochmal an, wie viel ich jetzt tatsächlich hab. Das interessiert mich jetzt doch nochmal. Und zwar genau jetzt. Nee, das war falsch. Wir müssen auf Start und dann auf Anzüge, wieso? Nein. Ah ja, genau. Datenbank, Shoso-Piraten, Artefakte. Das lädt noch. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und uns fehlen noch 6. Okay, wir haben genau die Hälfte. Gut zu wissen. In den Fasernminen haben wir ja noch nichts gefunden. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir da noch 3 Stück finden. So meine Vermutung. Und ansonsten... Nee, hier gab es ja nichts mehr. Genau. Ich muss auch aufhören, beim Rückweg da nochmal alles zu untersuchen. Weil das ist auch ganz großer Makel. Weil auf dem Rückweg finde ich sicherlich nicht mehr als auf dem Hinweg. Also, da müsste schon ein Wunder passieren, wenn ich da mehr finden würde. Okay. Gut. Bam, tschüss. So. Und jetzt hier im Eingangsbereich, da erinnere ich mich doch auch noch an irgendwas Schönes. Genau, im Echo-Visor konnten wir die auch anvisieren. Macht zwar wenig Sinn, weil zum einen treffen wir sie kaum, zum anderen, was soll es bringen? Aber im Echo-Visor können wir sie anvisieren. Oder bringt das irgendwas, wenn wir alle killen? Es hat eben so ein seltsames Geräusch gegeben. Naja, offensichtlich bringt es mir herzlich wenig. Ja gut, du interessierst mich kein bisschen. Wenn du dich einmal von einem großen Schuss treffen lässt, bist du eh tot. Ja, genau. Und wo gab's? Ah, cool, die können wir damit auch killen. Ah, da hinten. Ja gut, komm. Genau, verrecke. So, wo war jetzt das, wo ich nochmal hin wollte? Ich glaube, hier war das. Ah ja, das sieht doch sehr verdächtig aus. Das sah sehr verdächtig aus, meine Freunde. Aber nichtsdestotrotz, uns fehlen immer noch 2 Energiecontainer. Und mittlerweile kann man nur hoffen, dass wir die irgendwo finden. Möglichst bald. Ist hier irgendwas? Nee, oder? Schade. Das sah nach einem guten Versteck aus. Und hier gab's, glaube ich, auch nichts mehr. Nee. Gut, dann müssen wir uns auf jeden Fall nochmal in die Bereiche Passage zu den... Ah ne, hier kamen wir her, genau, hier sind wir zum Tempel gegangen. Ja, wir könnten hier nochmal den Umweg gehen, ob das sich tatsächlich lohnt. Ja gut, wir haben alles eigentlich. Na gut, genau, uns fehlt ja noch die Screw Attack. Das ist ja auch noch ein Faktor. Vielleicht ist es dumm, jetzt die ganzen Welten zu untersuchen, weil, wie gesagt, uns fehlt die Screw Attack, aber... Ich habe ehrlich gesagt noch relativ wenig Vorstellung, was wir mit der Screw Attack bis jetzt alles machen können. Vielleicht gibt's sie auch gar nicht im Spiel. Das wäre natürlich Ultimum Fail. Aber da die immer relativ spät kommt, kann ich mir noch vorstellen, dass sie kommt. Aber wie gesagt, so viel Anwendung für die Screw Attack sehe ich momentan hier jetzt noch nicht. Erstmal nochmal den Korridor durchsuchen. Weil hier werden wir eigentlich nicht mehr hingehen. Und ich will jetzt auch die ganzen Welten für mich so ein bisschen abschließen, damit wir wirklich mit dem Neuen weitermachen können und dann auch in die Vollen rein.